Herzlich willkommen zur Permakultur Wolfert Zweier, unser Permabies-Projekt, wo ja auch die Honigbienen überall stehen. Die gehören ja dazu. Und wir sind jetzt heute bei der 14-tägigen Durchsicht für den Sommer. Ich möchte euch heute ein stilles Video geben, wo ich den Mund halte und ihr einfach nur zuschauen könnt, wenn ihr möchtet. Erstmal natürlich das Smoker anmachen. Da ich da das Kommentar letztens erst beantwortet habe von einem Kunde, würde ich das nochmal hier im Video nochmal dazu sagen. Also ich benutze hier Hanfspreu. Und wenn ihr auch dieses Produkt haben wollt, meines Wissens jeder Reifeisen hat das. Das sind große Säcke für Kleintierchen, Nagetierchen. Da gibt es das grobe Hanfspreu für günstiges Geld zu erwerben. Und dass eben Hanf ist, ist das ein vollkommen nachhaltiger Rohstoff, der ohne Spritzmittel auch angebaut werden kann. Und ihr werdet, glaube ich, auch nichts Besseres finden für den Smoker. Der Rauch ist einfach unschlagbar. Nicht nur, weil er eben nicht so heiß wird, sondern auch, weil er relativ geruchlos abbrennt und das Bienenwachs und den Honig nicht verfälscht. Es sei denn, man pumpt halt da wie ein Gestörter ins Bienenvolk rein. Aber ihr wisst ja, rauchen nur so viel wie nötig und so wenig, wie es halt nur geht. Ich fange wieder chronologisch an. Mit dem Volk hier geht's los. Und dann arbeiten wir hier den ganzen Bienenstand durch. Und wie gesagt, ab jetzt bin ich auch leise. Hier muss ich kurz was sagen. Das sieht für mich so aus, wie wenn die Königin hier nicht mehr ausreichend Spermien hat. Das geht, tendiert hier Richtung Buckelbrut. Nicht gut. Da sind viel zu viele unbegattete Eier in der Bienenbrut drin. Und es zieht sich hier leider durchs Nest durch. Und da muss man halt dann doch leider sagen, naja gut, okay, die Biene hat es schon getan. Die ist mit ihrer Königin hier nicht mehr einverstanden. Jetzt muss ich alles durchschauen. Also nochmal von vorne. Abschütteln geht nicht, weil ich versuche die Königin jetzt zu erwischen. Die Königin hier hat versagt.
Das, was ihr hier seht, sind keine Schwarmzellen. Das sind Nachschaffungszellen, die in Topaz-Systemen verwirrend sind, weil in der Fachliteratur sind ja Nachschaffungszellen immer in der Mitte vom Brutnest und nicht am Rande. Wenn ihr allerdings euren Bienen diese wunderbaren Naturwaben zur Auswahl gebt, dann haben die Tiere die besten Karten, eine richtig schöne Nachschaffungszelle am Rande zu machen. Das ist für die Bienen wesentlich angenehmer, wie in der Mitte umzubauen. Deswegen darf man sich da nicht verwirren lassen. Und ich sehe hier noch Eier drin. Also solange ich hier Eier sehe, muss ich davon ausgehen, dass noch eine Königin da ist. Auch wenn prinzipiell die Eier jetzt schon 3 Tage lang alt sein könnten. Hier sind auch Eier drin. Ja, also hier ganz klar, das ist alles buckelbrütig hier. Das ganze Volk, das sieht echt ganz, ganz, ganz mies aus. Unter Umständen muss ich hier sämtliche Waben rausschneiden, nicht? Dass man eine neue Königin reinsetzt. Und dass sie mit ihrer Altkönigin nicht zufrieden sind, ist hier offensichtlich. Okay, also leider bis jetzt die Königin nicht gefunden. Ich glaube, ich muss da nochmal eine Tour durchgucken. Schauen wir uns erstmal kurz die Stockkarte an. Okay, also die Königin ist nicht markiert. Eine unbegattete 2022, unmarkierte 2022er Königin. Dann schauen wir nochmal alles durch. Okay, also wir haben hier relativ hohe Karten, dass die Königin von den Tieren schon abgestochen worden ist.
Die Nachschaffungszellen waren ja hier auch schon relativ weit und ich habe jetzt hier auf, glaube ich, dreimal durchgucken keine Königin gesehen. Da kommt mir natürlich mein Homehive-System zum guten Vorteil, weil ich ja nur 11 Farben zur Durchsicht habe. Wirklich sicher kann man sich jetzt eigentlich nur sein, wenn ihr keine Eier mehr seht. Solange da noch Eier drin sind, besteht potenziell die Möglichkeit, dass ich jetzt die Königin hier dreimal übersehen habe, auch wenn ich relativ gut geschult bin. Das kann auch mir mal passieren, eine Königin zu übersehen. Wahrscheinlichkeit ist gering und trotzdem da. Das heißt, ich werde das einfach nochmal jetzt heute Nachmittag oder morgen nochmal durchgucken. In allen Fällen muss ich mir sicher sein, bevor ich dann eine Königin eine zweite reinsetze. Entweder sehe ich gar keine Eier mehr oder ich sehe die Königin, mache sie selbst tot. Dann ist auf jeden Fall die Annahme der neuen Königin auch an. Also ist es dann auch da. Wir können hier schon mal die Statistik löschen. Eigentlich wollte ich ja jetzt ein stilles Video machen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier sowas Spannendes für euch finde, dann sage ich da natürlich ein bisschen was dazu. Ich denke nämlich auch viele Menschen, die hier meinen Kanal angucken, die nehmen das einfach, um sich selber weiterzubilden und wie man eben auch mit Bienen ganz ohne Schutz umgehen kann. Wenn ich jetzt schon babbel, kann ich gleich weitermachen und sagen, die ganzen Videos, die ich bis jetzt hochgeladen habe, habe ich so gut wie keine Stiche bekommen. Nicht wirklich Angriffe. So, also hier kann man noch nichts machen. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung ging runter, Bautrieb kann ich bewähren, Honig war gut. Propolis war auch gut und jetzt kommt schon die nächste neue Königin rein. Ne, Notiz brauche ich mir nicht machen, das kann man sich jetzt merken für das Volk. Ich mache allerdings die Klammer quer. Klammer machen wir so hin und dann weiß ich hier Bescheid, dass ich da noch was zu tun habe. Im zweiten Honigraum ist hier leider nicht mehr viel passiert. Aber noch blüht die Linde. Wenn wir Glück haben, da kommt noch mal was. Boah, ist der voll. Boah. Das ist ein schwerer Honigraum hier gerade. Thank you.
absolute Spitzenvolk hier gerade. Ja, die sitzen ein bisschen tiefer. Dann können wir die Technik hier nehmen. Hier rennt mir die Zeit weg an dem Bienenstand, weil die Menschen, die dann schon geschult sind mit ihrem Auge, die haben es bestimmt schon gesehen, dass ich hier schon Räuberbienen um mich rum habe, die hier Honig klauen wollen. Eine Räuberei darf halt hier jetzt auf gar keinen Fall ausbrechen. Das heißt, sobald es hier heftiger wird, muss ich abbrechen und heute Abend weitermachen. Ich hoffe allerdings nicht, dass es so weit kommt. Dann nochmal so ein schöner Vorteil von diesen Homehive-Kisten. Es ist einfach eine sehr, sehr schnelle Bearbeitung. Völlig unabhängig, was ich mit dem Volk zu tun habe. Es geht einfach alles 10-mal schneller wie mit herkömmlichen Systemen. Also die Wabe liegt tatsächlich scharf an der Grenze zum Thema Ausschneiden. Aber da ich da jetzt schon die Varroa-Ecken gesehen habe, weg damit bitte. Sollen sie hier nochmal neu basteln. Moment, das hängen wir dann nachher mittig rein, dass sie da nochmal in den Bautrieb gut reinkommen. Wenn ihr bei dem System im Spätjahr da noch haben wollt, dass die Tiere nach oder während der Linde noch mal richtig Waben bauen, dann den einfachen Trick machen, dass ihr halbleere, also halb abgeschnittene Waben oder leere Oberträger zwischen Brutwaben klemmt. Das mag die Biene nicht und dann macht sie damit Hochdruck die Wabe schön neu und zieht die dann runter, was für den späteren Jahresverlauf definitiv wichtig ist. Hier kann ich jetzt gerade nochmal den Trick zeigen, was ich da gerade meinte. Das schneidet man so ab, weil es echt nicht gut aussieht. So ist jetzt halt so eine halbe Brutwabe, ne? Und jetzt steckt man die halbe Brutwabe hier zwischen zwei volle Brutwaben links, rechts rein. Das ist eigentlich das einzigste konventionelle Methodik, die ich hier in dem Natursystem anwende. Einfach deswegen, weil sie tatsächlich an der Stelle Sinn ergibt und den Bienen offensichtlich gut tut.
Tiere sind im Spätjahr baufaul, nach Sommersonnenwende tun sich die Bienen echt schwer, Waben neu zu bauen. Und die Arbeit kann man halt ein bisschen pushen, wenn man dann zwischen die Brutwaben das ganze Ding legt. Ganz selten erlebt, dass die Königin unten an der Traube hängt. Also wirklich sehr, sehr selten. Thank you.
Der Unterschied, ob ich reinschieb oder ein Gitter auflege, liegt tatsächlich größtenteils am Gitter selbst. Wenn da nämlich Wachsreste drauf sind, dann kann man es wirklich schwierig schieben. Dann ist dieses Auflegen die bessere, effizientere Variante. Wenn das Gitter relativ glatt ist, dann schiebe ich es lieber rein. Und das Zweite, wofür die Entscheidung wichtig ist, ist, wie eure Bienen gerade ticken. Wenn sie nämlich rumspinnen, dann geht man lieber mit dem Rauch hin und legt dann das Gitter auf. Und wenn es wenig Bienen sind, dann kann man es wieder entweder schieben oder drauflegen mit den Rüttelbewegungen. Da klaut sich gerade eine Wespe ein Stück einer Drohnenbrut. Hier, am Friss. Thank you.
Ist mir jetzt gerade tatsächlich die Königin weggeflogen. Also manchmal passieren in der Imkerei Sachen, die denkt man, die dürfen nicht passieren. Also hier war die Königin zweimal drauf. Und jetzt ist sie weg. Zwar komplett weg. Und ich habe irgendwas Größeres von der Wabe auch starten sehen. Und eine Königin in Eiablage, die kann nicht fliegen. So, die hat sich jetzt aber echt gut versteckt. Wow, die ist aber auch. Heieiei, flügge das Tier. Die ist noch nicht so lange in Eiablage. Hätte tatsächlich auch sein können, dass die noch gerade so flugfähig ist. Aber wir haben es erwischt. Also die ist, huiuiui, ist die flink. Das ist heftig. Ich bin flinker, deswegen bekommt ihr jetzt auf den Punkt. Und zwar weiß. Das ist ein Karnika-Hybrid. Die bekommt einen weißen Punkt. Haben wir da. Die 98. Ups. Das ist jetzt nur ein kleiner Trick, um Waben kurz von A nach B zu bringen. Nicht wegen Futtergründen, sondern wegen Platzgründen. Da war doch irgendwo ein Volk, wo ziemlich wenig oben drauf hatte. Das war es schon mal nicht. Was die hier? Ja, die waren es. Die sind ganz leicht. Das kann man schon beim Anheben fühlen. Im Gewicht.
So. Jawohl, jetzt klauen wir den doch hier mal. So eine ziemlich leere raus. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich sonst da hinten hätte aufsetzen müssen. Und ich muss gerade noch auf die Schleuderung von einem anderen Bienenstand warten, bis ich wieder mehr Kisten zur Verfügung habe. Sonst könnte es knapp für die Kundenvölker werden. Deswegen versuche ich mir das gerade alles etwas zu sparen. Und wenn man sich sparen will, dann kann man auch mal kurz eine Honigwabe von A nach B hängen. Und jetzt in dem Fall, ihr seht ja, es ist gerade eben ein Zweitager. Jetzt geht das ganze Ding hier wieder in einen Tager rein. So, Bienen, habt ihr wieder eine Wabe, die ihr füllen könnt. Das Volk ist jetzt noch relativ klein, aber die haben absolutes Potenzial zum baldigen Explodieren. Konnte man richtig gut im Volk anfühlen, dass die hier bald richtig durchstarten. Selbst der Bautrieb war ein Plus, Honig war ein Plus, Propolis noch nicht. Also dieses Bienenvolk war der Kunstschwarm, den ich euch auf Video gemacht habe. Das Volk hat nur zwei Waben bekommen, zwei Futterwaben und dann nochmal eine Futterwabe. Und gegründet worden ist es im das war der April. Ende April haben wir es reingeschlagen. Mit 1,5 Kilo Bienenmasse, mehr war das nicht. So schnell geht es, wie sich Honigbienen entwickeln. Jedes Mal faszinierend. Also bei Einraumkisten habt ihr generell immer mehr Arbeiten im Kratzen. Das ist ganz normal bei einer Einraumkiste. Und dass die manchmal krummes Zeug machen, so wie hier, ist leider auch normal bei Naturwaben. Da muss man nur wissen, wie man halt damit umzugehen hat.
Ihr seht, hier verändert sich gerade was. Viele Bienen, die hier jetzt durch die Kamera fliegen, gehören nicht zu diesem Bienenvolk. Und je mehr Räuberbienen hier jetzt in der Luft sind, desto schneller muss ich arbeiten, beziehungsweise dann eben auch hier die Aktion abbrechen und den Bienenstand ein paar Stunden Pause gönnen. Wenn hier eine Räuberei ausbricht, haben wir gar nichts gewonnen. Und das ist gerade haarscharf an der Grenze. Also in der Sekunde, wo hier schon Suchbienen kommen, wird es echt knapp. Und so hart das jetzt auch klingt, das Leben von zwei Bienen ist nichts im Vergleich zum Leben von zwei ganzen Bienenvölkern. Soll heißen, wenn ihr mit Räuberbienen in Berührung kommt, dann müsst ihr leider aufhören, auf ein paar Bienchen individuell Rücksicht zu nehmen. In der Hobby-Imkerei kann man jetzt natürlich wirklich sagen, man verschiebt den ganzen Bienenstand und kommt nochmal zum nächsten Zeitpunkt. Das muss ich auch machen als Berufsimker, wobei das macht mir halt ziemlich meinen Alltag futschi. Deswegen gucke ich schon, dass ich sag mal, immer bis zu dem Punkt arbeite, wo man dann wirklich auch fachlich sagt, so jetzt muss fertig sein. Und bis dato muss ich halt die Völker dann einfach einen Ticken schneller bearbeiten. Bei einer schnelleren Bearbeitung kann es leider halt auch mal passieren, dass eine Biene der Kopf wegfliegt, was nicht schön ist, ganz klar. Aber besser, wie wenn ganze Völker sich gegenseitig anfangen auszuräumen, was die Tiere eben tun, wenn sie räubern. Bedeutet auch, wenn da jetzt Bienen in den Eimer reinfliegen, Deckel drauf und zu, weil in der Sekunde, wo ihr da meint, eine Biene retten zu können, fliegen 10 andere rein in den Eimer und damit ist dann wirklich überhaupt niemand geholfen. Ihr seht ja hier, wie schnell das geht, wenn sie räubern. Die Bienen sind keine lieben Tiere, wenn sie räubern, die gehen über Leichen. Thank you.
ihr seht, die Tiere sind hier noch mega im Bautrieb. Und wenn ihr bei einer Einraumbeute einen Bautrieb pushen wollt, dann müsst ihr tatsächlich die leeren Oberträger nach vorne hängen, ans Flugloch, weil da sind sie immer am baufreudigsten. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Volk erweitere, upsala, da muss ich mal gut festhalten, wenn ich jetzt hier mein Volk erweitere, immer in der Rotation Block rausschieben, leere Wabe von hinten nach vorne setzen. So, die Einraumbeuten sind tatsächlich, egal welche Art und Weise der Bauform, immer ein bisschen mehr prädestiniert für das Thema Räuberei wie andere Völker. Weil einfach die Oberfläche hier oben viel größer ist und die Verbrückung wesentlich mehr Arbeitszeit beansprucht. Und das ist dann genau die Zeit, wo diese unsäglichen Räuberbienen dann ankommen. Was das genau mit der Räuberei auf sich hat, darüber mache ich auf jeden Fall nochmal separate Videos, wenn es dann hier bei uns in Karlsruhe ganz schlimm wird mit dem Thema.
Also das hier ist eine Bastelgenetik. Die haben sich einen Minuspunkt im Bautrieb mehr als verdient. Ist mir egal, ob sie schöne Waben bauen. Sie verbasteln mich hier alles. Und so eine Königin wird rausgeschmissen bei mir. Das mag vielleicht für die Bienen okay sein, wenn die da rumbasteln, aber nicht für die Bearbeitung. Und nicht im Spätjahr, wenn man mit Völkern arbeiten muss und dieses Räubereiproblem im Nacken hat. Da können solche ausreißgenetische Völker euch einen Nackenbruch machen, wenn man dann so die Gesamtbienenpopulation anguckt. Und wenn man so Völker auch nicht rechtzeitig aus der Population rausnimmt, verbreiten sie natürlich noch ihre Drohnen und es wird dann immer schwieriger, Völker hinzubekommen, die noch von der Genetik auch wirklich so eine Bastelei lassen einfach. Wie gesagt, es ist kein Bienenproblem, es ist ein Imkerproblem, diese Basteltierchen. Ich sehe, die Arbeitszeit geht da massiv nach oben. Und hier ist es ja noch schlimmer. Also ansonsten muss man natürlich schon sagen, das Volk ist halt vom restlichen Verhalten, Physiologie, Anatomie, Biologie, das ist natürlich ein geiles Bienenvolk. Da gibt es eigentlich nichts zu motzen an denen. Außer, dass sie halt echt ein Bedürfnis haben, da ganz krumme Wachsdinger reinzubasteln. Für dieses Jahr auch sein von den Völkern. Zu spät im Jahr. Kann ja froh sein, dass man überhaupt noch Drohnenbrut schneiden kann. Wenn übrigens die Drohnenbrut mal nicht mehr gelegt wird in euren Bienenvölkern, dann könnt ihr Gift drauf nehmen, dass alle Varroamilben eben nicht mehr in der Drohne hocken, sondern tatsächlich in eurer Bienenbrut, die dann fürs Bienenvolk halt auch wertvoll ist. So, guck, seht ihr? Das Gitter ist so verklebt. Da kann ich jetzt nicht reinschieben. Wenn die Bienen dran hängen bleiben, nimmt man dann die Rüttelmethode.
Aber dennoch haben wir natürlich hier gesagt, Drohnenbrut geschnitten. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut. Dort liegt ein Minus, was er halt da bockiges Zeug bauen. So, toi toi toi. Zwei Völker noch. Was geschafft. Eine Mörderhitze heute. Also wir haben hier gefühlte 35 Grad auf dem Acker. Oh, stopp, in die falsche Richtung. Frei mit dir. Jawohl. Guck, ihr seht, das liegt wirklich auch in vielen Bereichen einfach in der Genetik, wie sie bauen. Hier zum Beispiel, das ist genau so, wie ich mir das wünsche. Alles voll mit Propolis, keinerlei Verbrückung. Und da ich jetzt einen Propolis-Eimer gerade nicht zur Hand habe, mache ich jetzt bei dem Volk Folgendes. Ich weiß nämlich, dass die Königin hier ganz frisch in Begattung ist. In der Durchsicht somit auch nicht wirklich Sinn ergibt. Jawohl, das ist ja hier alles frisch und neu. Kann man mit einem Schlag sehen, war jetzt genau die richtige Wabe. Da sind jüngste Larven drauf, wir haben Eier drauf, wir haben schon verdeckelte Zellen drin. Drohnenbrut, wenn überhaupt, dann kann die nur hier entstanden sein. Und die Waben, die dringend zu korrigieren sind, die habe ich hier auf einen Schlag schon im Blick. Kann sich das auch sparen, da jetzt in dem Volk weiter rum zu doktorieren. Ist auch gut, wie gesagt, weil die da hinten verträubern. Dann geht es um Geschwindigkeit. Natürlich darf man jetzt die imkerlichen Eingriffe nicht außer Acht lassen. Das wäre, wie gesagt, zu überprüfen, ob die Königin intakt ist. Check, haben wir gesehen, die ist intakt. Sie legt Eier. Markieren kann ich sie auch im späteren Zeitpunkt. Da muss ich jetzt nichts in Eile geraten, die kann ich auch später, wie gesagt, markieren. Dann haben wir hier eine Wabe, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein dringender imkerlicher Eingriff, weil noch kann ich Waben korrigieren, noch. Weil noch blüht die Linde. Aber ihr seht ja, die Räuberei ist schon Step by Step im Gange, wird sich jetzt im Rest des Jahres immer weiter verschärfen. Und deswegen gilt eigentlich, wer jetzt seine Bienenvölker auf geraden Waben hält, braucht sie nachher nicht mehr begradigen. Wenn man es jetzt verbockt mit der Wabenkorrektur, dann werdet ihr später richtig Probleme bekommen, weil ihr müsst ja irgendwie euer Bienenvolk angucken. Also spätestens wenn es um die Varroamilben-Sache dann losgeht und Behandlungen, Honigernten etc. Und wenn da irgendwelche Brocken im Bienenvolk euch den Honig zum Fließen bringen, ja, dann habt ihr natürlich da gravierende Nachteile in der Bearbeitung. Und dann kommen die Räuberbienen umso schneller. Und es gilt wirklich im höchsten Gut, die Räuberei zu reduzieren, zu minimieren, so gut wie es geht. Das ist übrigens auch so einer der Hauptgründe, warum ich diese regenerativen Bienenhaltung mit den Permakulturen vernetzt habe. Was ich jetzt mache, ich habe jetzt im Grunde nur noch mal die Futterwaben, wo ja alles voll ist mit Honig, nach da hinten gepackt. Dass die überhaupt da vorne sind, kam dadurch zustande, dass die Königin ja hier einen Wechsel hatte. Bedeutet, die Bienen haben halt hier eine gewisse Zeit keine Eierplage gehabt. Und dann sind die Bienen natürlich auch faul und stopfen halt wirklich alles restlos voll mit
Honig. Und das Volk hat einfach hier sehr, sehr gut gesammelt. So sieht es mit der Wabe aus. Ja, also hier ist jetzt schon Brut drauf, da kann ich jetzt nichts verrutschen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier so eine halbe Wabe noch haben. Ja, die da hier, die wird's perfekt, ne? Die machen wir jetzt hier vorne hin. Upsala. Da ist noch gebastelt zwischendrin. Da war gerade Königin am Rande. Das ist ein Ligustica-Hybrid. Die ist nämlich komplett gelb. Na komm schon, wo steckst du denn? Ich bin gerade eben lang gelaufen. Also wäre natürlich jetzt cool, wenn ich noch auf die Schnelle hier die Königin finde. Dann bekommt sie auf jeden Fall noch mal einen Punkt. Aber ich glaube, die hat schon wieder einen Abgang gemacht. Und naja, komm, jetzt nehmen wir uns. Die paar Minuten haben wir noch hier bei dem Volk. Oh, das ist nicht gut. Das zeigt, dass die Bienen der Königin dann nicht zufrieden sind. Das ist gar nicht gut, aber warum, wieso? Das muss doch eine gute Königin eigentlich sein. Da ist sie. Okay, jetzt verpassen wir der auf jeden Fall mal einen Punkt. Aber wenn sie die Bienen wechseln wollen, dann kann ich es dann definitiv sehen. Okay, also hat sich's doch nochmal tatsächlich gelohnt, hier einfach die Waben nochmal zu ziehen. Jetzt haben wir die Königin erwischt. Und die Räuberei ist jetzt hier auch noch in Grenzen. Aber trotzdem machen wir die jetzt mal schnell zu. Drohnenbrut ist auch nicht mehr drin. Die hätte ich entdeckt. Ja. Wegen den Räuberbienen gleich abdecken. Ist auf jeden Fall mal ein mega Propolis-Volk. Und das, was ihr hier oben seht, das da hier alles, ist alles Propolis. Ne? Und das hätte ich jetzt auch alles geerntet, wenn ich meine Tupperschüssel dabei gehabt hätte. Das machen wir dann halt erst das nächste Mal. Ligustica Hybrid, völlig andere Optik wie gerade eben der Carnica Hybrid. Und Ligustica Hybriden, die knallorange sind, bekommen bei mir auch einen gelben Punkt. Dass ihr seht, ich gehe nicht nach der Jahresfarbe, die habe ich vergessen. Ich gehe nach der Genetik, weil das für meinen Betrieb eben viel wichtiger ist. Ja, du bist aber auch eine nervöse Königin hier. Gucken wir uns die mal genauer an, ob die irgendeinen Schaden hat. Sieht es mit den Beinen aus. Die Beine sind hier alle dran bei der Königin. Nein, sind sie nicht. Mist. Hier hat sie ein Krüppelbein. Stimmt das auch wirklich? Nein, nein, stimmt nicht. Nein, sie hat es nur zusammengeklappt. Also die bekommt es auf jeden Fall einen Punkt und dann steht die unter Beobachtung, weil wenn die Bienen da schon mal eine Nachschaffungszelle gemacht haben,
das ist nichts Gutes. Ich habe über die Jahre vertraut den Bienen und lag nie daneben. Deswegen bleibe ich immer bei meiner Aussage, dass die Bienen immer als allerbestes wissen, was zu tun ist. Und der Imker hat den Bienen zu folgen, nicht umgekehrt. Das ist jetzt die gelbe 84. Wie gesagt, steht unter Beobachtung. Das mache ich jetzt vielleicht noch ein, zwei Kontrolltermine mit. Und wenn ich nochmal Nachschaffungszellen sehe, dann muss ich mir halt eingestehen, dass diese Honigbienen hier überhaupt keinen Bock auf diese Königin haben. Und die ja auch zur Not abstechen dann. Ne? Und bevor das passiert, würde ich als Mensch zwischengehen und dann sagen, gut, Königin, dann mache ich dich jetzt halt platt, bevor es die Bienen machen, und gebe dem Bienenvolk eine neue Königin. Schade wäre es trotzdem, weil ich mag diese Ligustica-Hybriden sehr. Gelb 84. Ligustica-Hybrid. Von 2022. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Bautrieb war gut. Honig war hervorragend, Propolis war super. Und dann hier die Notiz, wollten umweiseln Ende Juni. Na, dann gucken wir doch mal, ob die in 14 Tagen gerade wieder Nachschaffungszellen haben. Und wenn nur eine einzige ist, dann kann man sich halt überlegen, ob man sofort die Königin eliminiert und dem Volk eine andere gibt. Oder ob man nochmal 14 Tage wartet und nochmal das Verhalten der Tiere anschaut. Aber ganz groben gesagt, also sieht nicht gut aus. Die Bienen machen das ja nicht umsonst, Nachschaffungszellen. Ist immer so eine Art Beleg wie, hey, Königin, ich wollte mal nicht mehr. So, was jetzt noch übrig bleibt, ist hier das ursprüngliche Home Hive. Also die Vorvariante von der Topper-Kiste. Die waren früher nicht kompatibel mit den anderen Homehives. Und trotzdem sind sie noch voll funktionsfähig. Wir haben da nur ein anderes Rähmchenmaß und für mich sind sozusagen die Auslaufmodelle, wer günstig an Kisten rankommen möchte. Ich verkaufe diese alten Homehives-Systeme für ein günstiges Geld. Jetzt in dem Fall, das da hier ist nicht verkäuflich, weil das ist das Gesellenstück vom Anton, der jetzt bei mir in der Festanstellung ist. Der war früher Schreiner und das war das Gesellenstück. Deswegen, das ist halt hier sozusagen ein Anschauobjekt, auch für die Bienenshows dann natürlich. Also hier, ihr seht, das ist derselbe Murks wie drüben. Das ist halt ein Volk, die finden es besonders geil da oben, diese Brücken zu bauen, und das ist ein Ärgernis. Alle Bienen, wo jetzt da oben rumfliegen, gehören nicht zu diesem Bienenvolk. Das sind schon Räuberbienen. Und wenn ich jetzt noch mehr Völker hätte, wäre jetzt für mich im Beruf der Schluss zu sagen, gut, jetzt fliegen hier wirklich schon innerhalb von einer Sekunde, wo ich öffne, Fremdbienen hier rein. Und also wenn ihr sowas seht, dann ist für euch der Tag gelaufen, bitte. Dann heißt das Abbau, ab nach sonst wohin und gegen abends weitermachen oder am nächsten Tag weitermachen. Die Räuberei zu ignorieren führt zu massiven Problemen. Da werde ich mich jetzt hier auch nochmal ganz besonders beeilen bei dem Volk hier. Und Gott sei Dank ist es, wie gesagt, das Letzte, sonst hätte ich jetzt abbrechen müssen.
hübsches Volk hier. Hier brauche ich noch keine Bauerweiterung machen bei dem Völkchen, weil das ist ja hier noch gar nicht da unten ausgebaut. Das heißt, wir haben hier einfach noch Zeit, brauchen wir nichts machen. So auf restliche Korrekturarbeiten verzichte ich jetzt, weil das hier gerade echt zu heftig wird. Wir haben hier Einbrecher, das sind diese Räuberbienen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt durchgekommen bin. Hätte ich jetzt noch weitere Völker zu beobachten, ich zeige es hier nochmal im Groben. Jede Biene, ich betone wirklich jede, die hier jetzt über dem Volk rumfliegt, gehört nicht zu diesem Bienenvolk. Das sind Suchbienen von anderen Völkern. Und so ein Verhalten muss sofort unterbunden werden. Und das Einzige, was wir Menschen gegen dieses furchtbare Verhalten tun können, weil es ist menschengemacht, das ist Bienenweiden ansetzen, für Nahrung sorgen für die Tiere. Und des Weiteren aufhören mit völlig bescheuerten Überpopulationen von Honigbienen. Wir haben mittlerweile ganze Landstriche, Dörfer. Das ist nicht mehr normal, wie viel Honigbienen da drin hocken. Und da hört es dann halt auch irgendwann dann auf, lustig zu werden. Ne? Also eine gewisse Anzahl von Honigbienen ist für die Natur wirklich, wirklich wertvoll, sinnvoll. Aber ich sag's mal so auf Deutsch gesagt, wenn jeder Depp Bienen hält, und das ist das, was gerade passiert durch die... Ja, durch ein paar Menschen von Vereinen, Institutionen massiv gepusht. Das Thema, ha, haltet mal ein Bienenvolk. Und ja, wenn das halt jeder tut, das kann halt nicht funktionieren. Wir haben nicht genügend Nahrung für die Tiere. Und wir haben auch, was die Imkerbereiche angeht, so viele Laien drin, dass man einfach auch sagen muss, ja, irgendwann ist die Zeit gekommen. Da muss man einen Imkerschein machen. Stellt euch mal vor, jeder Mensch dürfte einfach so angeln gehen. Und was ich definitiv aus der Praxis genau mit dem Thema halt sagen darf, ist, die meisten, also ich betone jetzt nicht alle, weil es gibt sehr, sehr, sehr tolle und gute Hobbyimker, aber ein riesiger Teil von den Menschen, die sich heute Imker nennen, die vielleicht nur ein, zwei, drei Völker haben, die sind nicht in der Lage zu erkennen, wenn fremde Bienen kommen und räubern. Und wenn nur ein einziger Imker in einem Dorf steht, der die Räuberei missachtet und einen als blind weitermacht, so lange, bis die Bienen dann wirklich komplett kämpfen und sich vorm Flugloch zerrupfen und Honig klauen. Einer reicht aus und das ganze Dorf ist in Mitleidenschaft gezogen. Die Bienen haben halt Flügel und eine Räuberei findet innerhalb von einem Kilometer ganz massiv statt. Und es darf ja... Also zum Beispiel, wenn jemand angeln möchte, dann muss man da halt auch gewisse Prüfungen ablegen und einfach wissen, was man tut. Und das ist genau der Punkt, den wir hier in der Imkerei und Bienenhaltung gänzlich missachtet haben. Da möchte ich auch auf jeden Fall nochmal zu anderen YouTube-Videos dann in Kürze da ein paar Sachen euch erzählen, warum und wieso das so gekommen ist und auch natürlich die Lösungsansätze mit reinlegen.
Da ist jetzt aber noch nicht der Tag gekommen. Ich bin noch voll in der Saison. Und Gott sei Dank bin ich jetzt hier fertig. Und jetzt geht's zum nächsten Bienenstand. Bis dann, ciao. In 14 Tagen geht's hier übrigens weiter.